friends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do 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 do. Lange Tag geht langsam zu Ende. Auf jeden Fall. Ein wunderschöner Tag für die Kinder, aber das können ja die Gäste vielleicht auch so bestätigen. Ja. Applaus für die Chefin hier. Ganz, ganz viel Spaß. Wundervoll. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los.
endlich hat man mich mal gewürdigt. Mich, eine der Loks, die auf diesen nun schon 125 Jahre existierenden Bahnstrecken querfeldein und so manchen Brocken erklimmend hier durch den Wald dampft. Deshalb darf ich heute hier aus dieser langen Geschichte berichten. 125 Jahre, so lang ist das schon her, dass man die Harz-Quer- und Brockenbahn offiziell in Betrieb genommen hat. Bereits seit 1887 erschloss die meterspurige Germrode-Harz-Garoder Eisenbahngesellschaft GHE Teile des Harzes. Aber erst 9 Jahre später wurde die Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahngesellschaft NWE gegründet und begann mit dem Bau einer meterspurigen Eisenbahn quer durch den gesamten Harz sowie auf den Brocken. Am 27. März 1899 war es dann endlich soweit. Der offizielle Eröffnungszug fuhr zum Brocken. Damit war die Harz-Quer- und Brockenbahn durchgängig in Betrieb. In den Folgejahren stiegen die Fahrgast- und Gütertransportzahlen. Die NWE war erfolgreich. Erst der Beginn des Ersten Weltkrieges brachte mit dem Zusammenbruch des Fremdenverkehrs deutliche Einschnitte. Unter der Leitung von Eduard Scharnhorst kam das Unternehmen nach Kriegsende jedoch zügig wieder auf Erfolgskurs. Die neu errichtete Betriebswerkstatt in Wernigerode und der Aufbau eines eigenen Busverkehrs machten die NWE unabhängiger und konkurrenzfähiger. Im Zuge notwendiger Modernisierungen beschaffte die NWE ab 1935 insgesamt 3 Schlepptriebwagen, die jedoch im Kriegsjahr 1943 mangels Kraftstoffs erstmal abgestellt werden mussten. Auch plante die NWE eine Serie neuer Dampflokomotiven. Durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges blieb es aber nur bei der von der Firma Krupp gelieferten NWE 21. Und diese Lokomotive ist als meine Kollegin mit der Nummer 99-6001 auch heute noch im Dienst und dampft vorwiegend durch das schöne Selketal. Der kriegsbedingte Personal- und Fahrzeugmangel führte dann ab 1944 zur Einstellung des Verkehrs auf der Harz-Quer- und Brockenbahn. Das Ende des Krieges läutete gleichzeitig auch das Aus für die NWE ein, die sich nun auf der östlichen Seite der innerdeutschen Grenze befand. So wurde die NWE 1946 zunächst unter Zwangsverwaltung gestellt und dann 1948 durch Enteignung in Volkseigentum überführt. Am 1. April 1949 übernahm dann die Deutsche Reichsbahn die Betriebsführung und reaktivierte ein Jahr später, am 21. Mai 1950, den Zugbetrieb zum Brocken. Doch die Lage der Brockenbahn in unmittelbarer Nähe zur innerdeutschen Grenze blieb nicht ohne Folgen. So wurde am 9. Juni 1952 neben dem Brocken auch für Schirke, Sorge und Elend eine Passierscheinpflicht eingeführt. Das hohe Alter des Fuhrparks veranlasste die Deutsche Reichsbahn gegen Mitte der 1950er Jahre zur Beschaffung neuer Dampflokomotiven, den Brockenloks. Noch heute dampfen die rund 700 PS starken Kraftpakete auf den Brocken und durch den Harz. Mit dem Beginn des Mauerbaus im August 1961 wurde der Personenverkehr von Schirke zum Brocken eingestellt. Es blieb der Güterverkehr zur Versorgung der Grenztruppen. Personenzüge
sollten erst 30 Jahre später wiederholen. Mitte der 1960er Jahre schien dann plötzlich das Aus für die Harz-, Quer- und Brockenbahn gekommen zu sein. Die Schmalspurbahnen in der DDR, auch die in Harz, sollten weitgehend stillgelegt werden. Doch ein Ministeriumsbeschluss konnte dies im Jahr 1967 verhindern. 5 Jahre später wurden die Schmalspurbahnen im Harz dann sogar unter Denkmalschutz gestellt. Die Einführung des Zugbahnfunks und die zu Beginn der 1980er Jahre umgesetzte Ertüchtigung der Reisezugwagen sollten die Betriebsabwicklung und Instandhaltung rationeller gestalten. Der Gleiszustand der Brockenbahn war mittlerweile so schlecht geworden, dass keine Zugfahrten mehr möglich waren. Dieselloks sollten die Dampfloks im Harz ersetzen. Doch die politische Wende in der DDR am 9. November 1989 verhinderte die vollständige Umsetzung des Vorhabens. Mit der Wende änderten sich auch die politischen Rahmenbedingungen für die Schmalspurbahnen im Harz. Alte Wirtschaftsstrukturen brachen zusammen. Neues musste und würde entstehen.
crashing down. This is what it feels like. Zum Erhalt der Schmalspurbahnen im Harz schlossen sich mehrere Kommunen im März 1991 zu einer Gründungsgesellschaft zusammen. Die Bahn sollte auch wieder zum Brocken fahren. Drei Monate später, am 17. Juni 1991, begannen bereits die Sanierungsarbeiten auf der Brockenstrecke. Nach nur drei Monaten Bauzeit wurde der Zugverkehr zum Brocken am 15. September 1991 offiziell wiedereröffnet. Rund 60.000 Schaulustige fanden sich entlang der Strecke auf dem Brocken ein. Am 19. November 1991 gründeten 20 kommunale Anrainer, darunter auch die niedersächsische Stadt Braunlage, die Harzer Schmalspurbahnen GmbH, HSB. Die HSB nahm am 1. Januar 1992 den offiziellen Geschäftsbetrieb auf. Und seit Juli 1992 dampften wir Loks wieder fahrplanmäßig zwischen Schierke und dem Brocken. Und das jetzt sogar im Winter. Am 1. Februar 1993 übernahm die HSB dann auch die Betriebsführung auf der Harzquer, Brocken und Selketalbahn. Sie war damit die erste nicht bundeseigene Eisenbahn in den neuen Bundesländern mit planmäßigem Personenverkehr. Mit dem Abschluss der Länderverträge mit Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde eine wichtige Finanzierungsgrundlage für den Betrieb der HSB geschaffen. Angesichts der enormen Kosten für den Dampfbetrieb entwickelte die HSB ein neues Unternehmens- und Betriebskonzept. Erste Triebwagen übernahmen weitgehend den Regionalverkehr. Und Dampflokomotiven blieb der touristische Verkehr. Die HSB nahm vier nagelneue Triebwagen für den Ausbau des ÖPNV in Betrieb. Und man begann mit der umfassenden Modernisierung der Leit- und Sicherungstechnik an den Strecken. Ende April 2004 erfolgte die Eröffnung des Nordhäuser Modells. Seitdem fahren zwischen Nordhausen und Bielefeld auch moderne Zweisystem-Stadtbahnen der Nordhäuser Straßenbahn. In der neu gebauten Wagenhalle in Wernigerode können auf einer Gleislänge von insgesamt rund 1700 Meter etwa 65 Reisezugwagen witterungsgeschützt abgestellt werden. Die neuen Verkehrsverträge mit den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen ersetzten die bisherigen Länderverträge von 1994 und stellten die Länderfinanzierung der HSB auf eine neue Grundlage. In Wernigerode erfolgte am 17. Juni 2022, nach drei Jahren Bauzeit, die Inbetriebnahme der neuen Dampflokwerkstatt. Eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft. Und hier werden wir wieder auf Vordermann gebracht und für solche Events wie das 125-jährige Bestehen der HSB herausgeputzt. Möglicherweise fahren die Züge der Harzquerbahn zukünftig auch nach Braunlage. Die Ergebnisse der laufenden Machbarkeitsstudie werden dann im nächsten Jahr vorgestellt. Also dann mit Volldampf in die Zukunft.
Was für eine großartige Show. Vielen, vielen Dank. So, das heißt nicht, dass der Abend zu Ende ist. Es geht ja weiter. Gibt es Musik jetzt?